Hallo, heute mal ein kleines Video zu einer Sache, die ich auf meiner Google Plus Seite schon mal gezeigt habe. Gut, Fluch der bösen Tat, Stonehenge, Fluch der bösen Tat, wieso? Das Video mache ich jetzt ungefähr zum 10. Mal. Ich weiß nicht, ob es an dem Windows 8 Logo geht, dass ich so ein bisschen verhohlepipelt habe, oder an Stonehenge. Also ich habe das Video zum 10. Mal aufgezeichnet. Beim letzten Mal war das Video perfekt, nur der Ton war weg. Das war irgendwie so ein bisschen schade. Gut, machen wir es halt normal. Jetzt machen wir, habe ich gesagt, jetzt mache ich es mal richtig aufwendig. Ne? Viele Fenster auf. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Ne? Ihr seht, das Bild kann nicht ganz echt sein. Ne? Irgendwas an dem Bild ist nicht richtig. Das ist doch hier. Gut, ich bin hier unter Linux, ne? Linux-Betriebssystem. Und dann habe ich so ein Bild gefunden, Stonehenge, so ein Steinkreis, kennt man ja, so Altertum. Und was passt zum Altertum? Ja, gut, dachte ich mir, genau das passt zu Altertum. Ja, also dieses, gut, Windows 8 Logo habe ich dann so ein bisschen versteinert. Ne? Dann habe ich so Steinplatten so generiert mit GIMP, ne? GIMP-Malprogramm, das schauen wir uns heute an. Und das Schwierige bei der Nummer war, ich hatte ja diesen Hintergrund und dann hatte ich so Steinplatten drauf gemalt. Dann wollte ich noch so einen Schatten malen und der sollte dann auch halbwegs realistisch aussehen. Ich hoffe, dass mir das so ein bisschen gelungen ist, so ein bisschen schön zu machen. Gut, wie starten wir? Ne? Wir müssten erstmal dieses Stonehenge-Bildchen haben. Google-Bildersuche, gehen wir mal. Sucht ihr nach Stonehenge, am besten sucht ihr in der Google-Bildersuche danach. Hoher Qualität kann man in den Optionen einstellen. Stonehenge, so wird das geschrieben. Gut, nächste Station. Haben wir die Bilder dann mal gespeichert, habe ich dann verschiedenste Bildchen gefunden. Close-up brauche ich dann, um hinterher die Steinstruktur auf meine Vierecke zu legen. Und dann habe ich natürlich das Bild, das ich als Basis genommen habe, ne, das mit dem Rasen und den Steinchen und so weiter. Und das Windows 8 Logo, ne, gab's auf der Wikipedia-Seite, ne, bin ich da nicht nirgendwo gegen Copyright oder wie auch immer. Jedenfalls habe ich das da gefunden. Also die drei Bildchen besorgt. Und die sollen jetzt zusammen sollen die sowas dann werden, ne, so ein schönes Bildchen. Kleine Simulation. Kleiner Gag am Rande. Gut, jetzt habe ich dann GIMP gestartet, habe diese drei Bilder einzeln geöffnet. Einmal das Windows 8 Logo. War praktischerweise auf der Wikipedia-Seite schon so ein bisschen transparent. Dann unser Basisbild, wo das Ganze drauf soll. Und das hier brauche ich, um mir Steine rauszuschneiden und in Form des Windows 8 Logos auf diese Steinkreise zu legen. Gut, jetzt legen wir mal los. Was habe ich gemacht? Ne? Gut, das Ding hatte ich, da soll das Windows 8 Logo drauf, ne? Und hinterher soll es aussehen wie Steine. Also habe ich mir erstmal gedacht, ich brauche so ungefähr die Form. Ne? Gut, das hätte ich mir sparen können. Hinterher habe ich es dann einfach nur viereckig gemacht, aber ich zeige mal wie. Ich habe die rechteckige Auswahl genommen, habe mir den Teil vom Bild zuschneiden. Hatte ich schon mal das da, ne? Das Ding haben wir schon mal. Und das kopieren wir uns mal. Bearbeiten, kopieren. So, jetzt gehen wir mal auf unser Steinkreisbildchen. Wichtig ist, dass wir jetzt im Gesamtansicht Zoom ist, denn wir fügen eine neue Ebene ein und die neue Ebene ist relativ klein, das Logo, die erscheint dann oben links in der Ecke. Bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Wir arbeiten auf mehreren Ebenen übereinander, das hat den Vorteil, man kann die einzelnen Ebenen verschieben und die untere Ebene bleibt erhalten. Zum Beispiel kann ich jetzt das Windows 8 einfach mal da so in die Mitte schieben. Gut, meine Ergebnisse und meine Erfahrungen haben mir dann gezeigt, das Einfachste ist es dann, dieses Werkzeug zu benutzen, Perspektive, das mal angeklickt, dann auf die Ebene zu gehen. Wir achten immer drauf, wir sind auf der Ebene, wo das Windows 8 Logo ist. Diese Ebene kann man auch umbenennen, ich nenne es mal 8888, ne, damit man sich das merken kann. Was ist was? Und die andere Ebene, die ihr hier seht, ist der Hintergrund. Gut, wir haben die Perspektive gewählt und klicken die mal an. Jetzt stört uns natürlich dieses Dialogfenster, das schieben wir mal ein bisschen weg, so dass wir es noch sehen. Ziehen an den vier Ecken. So, ihr seht, was das für ein schöner, pfiffiger Effekt ist. Immer mal gleichmäßig an den vier Ecken.
sodass wir dieses Logo auf Stonehenge legen können, bis uns das gefällt, bis uns das ungefähr perspektivisch passt. Mit Steuerung Mausrollrad nach hinten kann man so ein bisschen wieder rauszoomen, bis wir ungefähr dann das da irgendwie draufgelegt haben. Und da habe ich mir spätestens gedacht, da hätte ich jetzt auch vier Vierecke malen können, weil die Form ist eh nicht mehr ganz so, wie es original mal war. Ne? Also kann man jetzt auch mit dem Mittelkreis ein bisschen schieben, ziehen und zerren, bis man das so hat, wie man das so haben möchte. Ne? Hier hätte ich auch vier Vierecke malen können. Fertig. Und hatte dann irgendwann mal eine Position gefunden, wo das dann ungefähr so aussah, als liegt's dann da drauf. So. Wie gesagt, mit dem Mittelkreis können wir dann immer noch so ein bisschen verschieben. Das dient mir eigentlich nur, jetzt müssen wir dieses Dialogfeld haben, Transformation. So, jetzt liegt das schon mal da drauf. Ne? Wenn einem das schon reicht, dann ist man da schon fertig. Mir hat's noch lange nicht gereicht, mir langt's noch lange nicht. Da habe ich mir gedacht, so allein ist das blöd, ne? Habe ich gedacht. Da wollte ich hier, dass das Steine sind. Wo kriege ich Steine her? Jetzt hätte ich mir hier Steine rausschneiden können und versuchen, die dahin zu positionieren. Ich habe das nur als Matrize genommen, ne? Als ungefähre Rahmen, wie ich dann später meine Steine positionieren will. Steine, jetzt haben wir Steine. Dafür das Bild. Steine im Weltall. So, jetzt eine rechteckige Auswahl. Dabei ist es eigentlich vollkommen egal, wie groß das ist. Einfach mal ein bisschen was Steiniges gewählt. Bearbeiten. Kopieren. Wir gehen wieder auf unsere Gesamtansicht und wir zoomen wieder raus, wohl wissend, dass es immer links oben in der Ecke erscheint. Bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Da ist die neue Ebene. Die heißt dann erstmal Zwischenablage, weil die aus der Zwischenablage kommt. Doppelklick drauf, können wir umbenennen in, ich nenne es mal Stein. So, jetzt haben wir drei Ebenen. Den Stein, das 8-Logo und so weiter. Gut, mit dem Verschiebewerkzeug, das aussieht wie eine Kreuzung, können wir dann diesen Stein schon mal ungefähr dahin schieben, wo wir wollen. Steuerung drücken, Mausrollrad nach vorne, ranzoomen. So, das Ding passt natürlich nicht. Einmal kann man hier mit diesem Drehwerkzeug da draufklicken. Wieder stört der Dialog, an die Seite schieben, in die Fläche rein und ungefähr mal die Richtung drehen und dann auf rotieren. So, den Rest erledigt wieder die Perspektive. Perspektive. Klicken wir drauf, machen wir das gleiche. Also wenn das Dialogfenster stört, bei mir ist die Auflösung relativ groß und deshalb ist das Bild recht groß. Einfach an die Seite schieben, dieses Dialogfenster und an den Ecken zerren. Und jetzt überdecke ich, jetzt seht ihr, warum ich diese Matrize gebraucht habe. Die Ecken vom Stein mit den Ecken vom Windows 8 Logo, damit ich die gleiche Form bekomme und lege das so darüber, dass man meinen könnte und dann auf Transformation, dass das da drüber liegt. Gut, der Vorteil, dass wir mit mehreren Ebenen gearbeitet haben, ist jetzt der, ich kann jetzt die Ebene 8888, also das Windows 8 Logo, bei Bedarf mit diesem Augensymbol, das Augensymbol klicken, kann ich dann ausschalten. So, dann habe ich nur noch den Stein, und zwar an der Position, wie es mir gefällt. Gut, das macht man dann am besten viermal, am besten mit vier verschiedenen Steinstrukturen. Hat man das erledigt, geht man nochmal auf den Stein, ne, auf den Stein selber, und passt die Farben der Umgebung an. Kann man zum Beispiel mit Farben Helligkeit und Kontrast mal ein bisschen die Helligkeit erhöhen, dass das ungefähr so passt, den Kontrast erhöhen. Das ist mir nicht recht, das ist mir zu hell. Irgendwo dazwischen wird's wohl passen, irgendwo sowas. Gut, ich mache das hier auf die Schnelle. Gut, dann hatte ich natürlich, das habe ich viermal gemacht, hatte ich natürlich noch das Windows 8 Logo übrig. Dann habe ich mir gedacht, ich brauche einen Schatten. Ich dachte, du hast ja wohl einen Schatten. So. Und dann, ich kapp jetzt mal die anderen vier. Die anderen drei Seiten kapp ich jetzt mal weg, damit uns die jetzt nicht stören. Ihr nehmt die natürlich noch mit und macht das alles viermal, damit ich das hier einmal zeigen kann. Lösche ich mal eben mit Entfernen die anderen weg, damit ihr seht, was ich hier mache. So, ich habe jetzt also einmal den Stein, den blende ich aus, und darunter liegt noch das blaue Windows 8 Dingen. Den nehme ich jetzt als Schatten.
Ich zoome mich mal mit Steuerung zurück, damit man das sieht. So, den Stein und den Schatten habe ich. Den Stein blende ich mal aus. Jetzt kann ich den Schatten schön verschieben. Verschiebeding. Und ich gucke mir die Schatten der umliegenden Steine an und die gehen alle so ein bisschen nach links rüber. Hundertprozentig muss es nicht sein. Ich kann da so ein bisschen in etwa die Richtung peilen. Blende meinen Stein wieder ein. So, das Blaue soll jetzt der Schatten werden, der Schatten auf der Wiese. Und das ist jetzt das Schwierige an der Nummer. Gut, erstmal muss der Schatten die Farbe der Wiese erhalten. Wie mache ich das? Ich habe ja den Hintergrund. Da klaue ich mir jetzt Farbe mit der Pipette. Da klaue ich mir das Grün. Sehen wir dann hier. Wir sehen hier die entsprechende Farbauswahl, Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe. Mit dem kleinen Pfeil daneben schalte ich um, dass Vordergrundfarbe wieder ist, klaue mir nochmal das Grün. Jetzt habe ich Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe grün, so wie die Wiese ist. Und mit dieser Farbe fülle ich jetzt. Ich bin auf der Ebene vom blauen Logo das Feld. Und jetzt hat das ungefähr schon mal die Farbe der Wiese. Nun, jetzt kommt der schwierige Teil. Ihr seht, ich überdecke mit meinem Schatten noch Teile von den Steinen. Und da wird's dann interessant. Gut. Hier habe ich einen kleinen Trick angewendet. Ich habe mir erstmal gemerkt, was überdeckt denn der Schatten jetzt, was ich noch gerne sehen möchte. Irgendwas hiervon, ne? Hier ist noch was drunter. Das muss ich aus dem grünen Bereich ausschneiden. Aber wie soll ich das ausschneiden, wenn ich jetzt zum Beispiel das gar nicht sehe, was da drunter ist? Also habe ich die Ebene vom Schatten genommen, kurzfristig mal verschoben, dass die unter den anderen Ebenen ist, dass die nicht zu sehen ist, ja? Gut, jetzt sehe ich zwar die Ebene des grünen Schattens nicht, bin aber immer noch darauf. Das heißt, alle Änderungen, die ich jetzt mache, wirken sich nur auf diese grüne Wiese aus, die ich da habe. Und jetzt schneide ich quasi aus der gedachten grünen Ebenenwiese das aus, was erhalten bleiben soll. Ich schneide das aus, was ich durchsehen will. Nämlich diesen Stein beispielsweise. Den markiere ich jetzt ringsherum. Ich gehe mal näher ran. Auch dazwischen, zwischen den Steinen, sieht man noch so ein bisschen was durch. Das mache ich jetzt hier mal auf die Schnelle. Ihr macht das natürlich ordentlicher. Nehmt euch ein bisschen die Zeit und schließe dann mit dem letzten Punkt, da wieder gelb, das ab. So, dieser Bereich. Ich bin, wie gesagt, auf dem grünen Schatten, den ich zwar jetzt nicht sehe, konnte aber jetzt markieren diesen Stein. Drücke Entfernen. Scheinbar passiert nichts. Aber wenn ich diese grüne Wiese wieder hochschiebe, seht ihr, was passiert ist. Jetzt sehe ich nämlich das, was passiert ist. Ich nehme jetzt mal den Stein weg und ich nehme mal die grüne Wiese weg. Jetzt seht ihr, was ich im Hintergrund quasi gemacht habe. Ich konnte mir die Kontur vom Stein ausschneiden auf der grünen Ebene von der Wiese. Gut, dasselbe muss ich natürlich hier irgendwo machen. Da liegt noch so ein Steinchen rum. Gut, wieder verschiebe ich die grüne Ebene nach hinten. Hab mir gemerkt, hier muss ich was wegschneiden. Ich nehme wieder mein Auswahlwerkzeug und markiere jetzt all die Steine ringsherum wieder. Ich mache das jetzt mal schnell, damit ich die ausschneiden kann aus der grünen Wiese, weil diese Steine sollen ja sichtbar bleiben. Der Schatten soll nicht die Steine verschwinden lassen. Ja, mache ich jetzt hier mal schnell. Ich markiere also ringsherum die Kontur ungefähr und schließe mit dem letzten Punkt, wo ich angefangen habe, ab. Jetzt ist der Umriss markiert. Ich drücke Entfernen. So, scheinbar passiert nichts. Es passiert aber doch etwas. Wenn ich meine grüne Ebene wieder hochschiebe, kann ich das sehen, was ich gemacht habe. Gut, jetzt sehe ich noch, bei diesen beiden Steinen hätte ich noch etwas machen müssen. Wieder zurück, wieder dahin. Die beiden Steinchen muss ich mir auch noch ausschneiden. Ich muss mir gar nicht ganz genau merken, wo. Denn das hier passiert nur auf der grünen Wiesenebene. Entfernen. Dann das hier. Ich drücke dann immer Entfernen auf der Tastatur.
also die Löschtaste Delete. So, und drück nochmal Entfernen. Jetzt hole ich mir die grüne Ebene der Schatten wieder nach vorne und schon habe ich einen Schatten. Du hast aber auch einen Schatten, werdet ihr euch jetzt denken. Gut, da hätten wir jetzt also einen Stein und der wirft einen Schatten darüber und das macht er dann viermal. Gut, jetzt sieht dieser Schatten noch nicht besonders pfiffig aus. Ich nehme mal Auswahlwerkzeug und klicke irgendwo hin, damit die Umrisskontur verschwindet. Ich nehme den Verschmierpinsel und verschmiere zum Beispiel diese nicht sehr schön aussehende Kante etwas, damit die ein bisschen weicher aussieht. Ich bin immer noch auf der Ebene von dem Ding. Ich blende jetzt mal einen Stein und den Hintergrund aus, damit ihr seht, was ich hier mache. Ich schmiere hier rum auf dem Ding, obwohl die anderen beiden Dinge auch zu sehen sind. Die werden aber nicht verändert. Nur die grüne Ebene, wo der Schatten ist, wird verändert. Da schmiere ich rum. Entweder aus dem grünen Bereich in Richtung transparent oder umgekehrt von transparent in Richtung grün. Mehr mache ich eigentlich gar nicht und habe dabei die anderen beiden Ebenen immer noch so ein bisschen im Blick. Dass das Ganze dann ein bisschen wackelig wird, ist die Absicht. Ihr seht, bei den anderen Wiesenebenen ist das auch nicht ganz gerade. Das kommt mir hier zu Pass, weil die Natur nicht perfekt ist. Und das passt wunderbar zu mir, denn ich bin auch nicht perfekt. Also kann ich hier so ein bisschen rumschmieren und schon sieht das ein bisschen weicher aus. Gibt nicht so harte Konturen. Ich kann natürlich auch in Richtung transparent schmieren, wenn ich das denn möchte. Gut, das lassen wir jetzt mal so. Schon haben wir einen Stein und einen Schatten. Jetzt haben wir einen Schatten. Jetzt merke ich noch, gut, die Steine werden zwar vom Schatten nicht überdeckt, sollten aber ein bisschen dunkler sein. Ich gehe auf die Ebene, wo die Steine sind, markiere mir den Bereich, wo ich meine, das Windows-Logo-Steinchen würde eigentlich das hier auch noch etwas dunkler machen. Warum kann ich jetzt so grob markieren? Weil ich ja eigentlich nur auf der Ebene arbeite. Die anderen beiden Ebenen werden nicht beeinflusst, weil ich auf dieser Ebene bin. Ich kann jetzt sagen, Farben. Helligkeit, Kontrast, achtet jetzt darauf, was mit denen da passiert. Ich nehme die Helligkeit mal zurück und jetzt sieht das da dunkler aus. Sag okay. Wieder kann ich das Auswahlwerkzeug ein bisschen klicken und schon habe ich den Effekt, dass da scheinbar so ein Schatten entsteht auf dem Stein. Entsprechend kann ich dann wieder auf der Ebene, wo der Stein da unten ist, ein bisschen herumschmieren mit dem Verschmierwerkzeug, damit das nicht ganz so hart wird. Gut. So, jetzt habe ich also einen Stein draufgesetzt und ich habe den passenden Schatten das viermal gemacht. Wunderbar. Na, genauso könnte ich natürlich auch hier sagen, das ist dunkler, aber da kommt hinterher eh der andere Stein drüber. Dann fehlt mir hier eigentlich noch eine Kante. Dieser Stein, der sieht noch so flach aus. Ne? Könnte ich mir wieder aus diesem Bereich zum Beispiel etwas ausschneiden, was ungefähr die Länge hat, wo ich erstmal grob meine bearbeiten, kopieren, gehe wieder auf das Gesamtbild, zoome raus, damit ich die Ecke da oben sehe, bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Hier ist dieser kleine Streifen, wenn ihr den seht, Verschiebewerkzeug, verschieben dieses dunklen Streifens. Nach da streng genommen müsste er eigentlich hell sein, weil die Sonne drauf scheint. Aber pfeifen wir drauf. So, jetzt kann ich diese Ebene, Zwischenablage, die nennen wir jetzt mal, Doppelklick drauf, Kante, rechts. So, diese Kante rechts kann ich jetzt wieder drehen. Klick auf dieses Ding drauf. Dieser Dialog stört ständig, stört euch nicht dran. Irgendwo da reinklicken. So ein bisschen mit dem Mittelpunkt könnt ihr immer ein bisschen verschieben. Irgendwo hin. Könnt ihr erstmal sagen, rotieren. Jetzt passt das immer noch nicht. Verschieben ungefähr die Richtung. Können wir schon mal dran docken. Ja, schon ein bisschen näher dran. Und können den Rest mit der Perspektive hier erledigen. Perspektive, dass wir dann so uns eine Kante schaffen, die etwa so aussieht, als hätte der Stein eine gewisse Tiefe. Können wir ein bisschen mit rumspielen. Können wir schon mal gucken an Transformation. Wie wäre das denn gewesen? Hier sieht es so ein bisschen keilförmig aus. Da muss ich noch ein bisschen wieder auseinanderziehen.
So, und da oben ein bisschen enger ran. Nochmal Transformation. Und schon habe ich so eine Art Kante erzeugt. Ja, also müsst ihr noch ein bisschen genauer machen. Und schon hat er in der Richtung schon mal eine gewisse Tiefe. In der anderen Richtung kann ich das genauso machen. Ich kann mir dann etwas Waagerechtes schon mal ausschneiden, bearbeiten, kopieren. Ich mache es jetzt mal schneller. Rauszoomen, bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Abbrechen, bearbeiten, einfügen als neue Ebene. Kann schieben, da ungefähr hin. Ranzoomen, kann jetzt drehen, in die Richtung ungefähr, wie es ist, rotieren, kann wieder schieben dahin, wo ich meine, ungefähr dahin muss es hin, dann perspektivisch verzerren, Perspektive, kann das andocken an die Kanten, wo ich meine, so ungefähr, dass die Kante ungefähr parallel ist zum Stein, kann das ein bisschen näher ranrücken, und kann sagen, Transformation. Gut, jetzt noch ein bisschen rangeschoben und mein Stein hat eine scheinbare Tiefe erreicht. Sowas von tief. So, jetzt liegt ein Stein drauf und der hat einen Schatten. Und damit möchte ich dann auch das mal beenden. Denn ich habe es ungefähr 10-mal aufgenommen, das Video, und ich hoffe jetzt, dass es wirklich was wird. Da muss ich es nicht noch mal machen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Sehe erfreut, mein Ton wurde diesmal aufgenommen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.